Hallo, mein Name ist Faris Mojsinović. Ich bin ein Professor und Spezialist für Geburtshilfe und Gynäkologie. Und in diesem Video möchte ich erklären, warum Röntgen in Geburtshilfe so nützliche diagnostische Methode ist. Jede Geburt kann von einer unerwarteten postpartalen Blutung begleitet sein, die so schwerwiegend ist, dass sie das Leben der Mutter ernsthaft gefährden kann. Sobald die postpartale Blutung auftritt, müssen wir schnell und effektiv handeln, da sich sonst der Zustand verschlechtert und die von uns durchgeführten Verhandlungen nie so effektiv sind wie in den Anfangsstadien der Blutung. Jede verpasste Minute und jeder zusätzliche Liter verlorenen Blutes verstärkt die postpartale Blutung so weit, dass sie mit der Zeit fast nicht mehr aufzuhalten ist. Je stärker die Blutung und der Blutverlust sind, desto schneller verliert das verbleibende Blut im Körper seine Gerinnungsfähigkeit. Dies ist jedoch eine Grundvoraussetzung dafür, dass Medikamente und chirurgische Methoden gegen postpartale Blutungen überhaupt Erfolg haben. Bis vor kurzem hatten wir keine zuverlässige Einschätzung der Blutgerinnungsfähigkeit, da ein Standardtest, der als Coagulam bezeichnet wird, weder empfindlich noch schnell genug war, um eine Blutgerinnungsstörung bzw. Verdünnungs- oder Konsumkoagulation festzustellen, geschweige dann, welche Blutgerinnungsfaktoren zerstört werden, damit wir in eine Richtung ihrer Korrektur handeln können. Selbst bei großem Blutverlust bleiben Hämostasetests wie die Prothrombinzeit oder aktivierte partielle Thromboplastinzeit in den normalen Bereich und führen in die Irre, dass Blutgerinnungssysteme noch immer reibungslos verlaufen. Daher beruht eine Vorhersage der Blutgerinnungsstörungen während einer postpartalen Blutung früher auf einen klinischen unzuverlässigen Eindruck. Die Korrekturen mit Blutprodukten wurden mehr durch Gefühl, klinische Erfahrung und allgemeine Übereinstimmung durchgeführt, als durch Rückmeldung, was wirklich im Blut der Mutter passierte. Dies ist jedoch nicht die idealste Wahl, da Medikamente und Blutprodukte, die Blutgerinnungssysteme beeinflussen, neben ihren Vorteilen auch schwerwiegende negative Folgen haben können, wie die Allergien, Thrombosen und die Übertragung der Infektionen. In der klinischen Praxis brauchten wir daher eine solche diagnostische Methode, die bereits zum Zeitpunkt der postpartalen Blutung einen ausreichend genauen und schnellen Einblick in das Blutgerinnungssystem ermöglicht. Dies würde wirklich zwei äußerst wichtige Fragen beantworten. Die erste Frage ist, ob jetzt oder später im Blutungsprozess eine Blutgerinnungsstörung aufgetreten ist und welche Blutgerinnungsfaktoren betroffen sind. Die zweite Frage lautet, welche Maßnahmen sind erforderlich? Und noch wichtiger ist, welche Maßnahmen, Präparate und Medikamente für Verbesserung der Blutgerinnungsstörungen in der bestimmten Fall postpartale Blutung nicht erforderlich sind. All diese Fragen werden durch den Röntgen-Diagnosetest schnell und zuverlässig beantwortet. Wir verwenden den Röntgen-Diagnostischen Test auch festzustellen, ob unsere Maßnahmen zur Korrektur der Blutgerinnungsstörungen wirksam waren und wie die nächsten Schritte aussehen würden. Was ist genau Röntgen-Diagnostischer Test? Wir werden darüber in den nächsten Video sprechen.